Eines der Themen der Bibel, die am allermeisten attackiert sind, ist das Thema Sprachenrede, Zungenrede. Als der Heilige Geist in Jerusalem am Pfingsttag fiel, war die Sprachenrede das Erkennungszeichen der Christen, der Urgemeinde, der Wiedergeborenen. Und bis zum heutigen Tag ist es so, dass viele Millionen Menschen auf der Welt in Sprachen beten und das als sehr großen persönlichen Gewinn für ihr geistliches Leben erkannt haben. Trotzdem gibt es, insbesondere in der westlichen Christenheit, ganz viel Verwirrung über dieses Thema. Und der Feind schürt diese Verwirrung. Er schürt irgendwelche dubiosen Befürchtungen und Ängste. Warum? Weil er weiß, dass in der Sprachenrede, im Reden in Zungen, im Beten in Zungen eine gewaltige geistliche Kraft liegt. Schau, wenn wir mit unserem Verstand beten, dann ist das ganz gut. Aber unser Verstand ist gefallen, ist beschränkt, ist irdisch, ist eben unser Verstand. Und es ist etwas, wo der Feind auch irgendwie immer wieder dazwischen gehen kann. Wenn wir im Geist beten, ist das auf einem völlig anderen Level. Wir beten die Geheimnisse Gottes. Wir sprechen das aus und beten für die Dinge, die vollkommen im Willen Gottes sind. Ohne irgendwelche fleischlichen Begleiterscheinungen, ohne irgendwelche menschlich erdachten, schlauen Dinge, sondern wirklich nach dem, was der Herr will. Deshalb ist Beten in Zungen sehr, sehr wichtig. Es ist geistlich. Und wir treten dadurch aus der Begrenzung unseres Verstandes hinaus in die Welt, in die Dimension des Heiligen Geistes. Das fürchtet der Teufel extrem. Und deshalb versucht er, dieses Thema zu attackieren und Verwirrung und Ängste zu schüren. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber man geht davon aus, dass momentan weltweit etwa 700 Millionen Christen aller Denominationen in Zungen beten können. Das ist etwa 10% der Weltbevölkerung. Und das macht dem Feind wirklich Stress. Es sind Leute, die vorwärts gehen im Glauben und die Geheimnisse Gottes beten. Die Bedeutung des Zungenbetens finden wir bei Paulus beispielsweise mit folgenden Aussagen. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Das ist das Hauptkennzeichen von Zungenrede. Wir erbauen uns selbst. Du wächst im Glauben. Du betest und der Heilige Geist dient dir und erbaut dich. Du wirst stärker, du kommst vorwärts. Deshalb ist Leute, die in Schwierigkeiten sind, der beste Tipp ist, bete in Zungen. Bete eine Stunde in Zungen. Lass einfach dieses aus dir herausfließen, dieses Zungengebet. Es ist etwas, was aus dem Übernatürlichen kommt und durch dich ins Natürliche hineinfließt und was gewaltige Dinge freisetzt. Und Paulus sagt hier, ich möchte, dass ihr alle in Sprachen redet. Paulus sagt, alle Christen sollen in Sprachen reden können. Das heißt, wir sollen das aktiv nehmen können. Eine andere Aussage, die er gibt, ist, ich danke Gott, dass ich mehr als ihr alle in Zungen rede. Er hat ein Verständnis von der Bedeutung dessen gehabt. Und er sagt, ich danke Gott, dass ich da wirklich dran bin an diesem Thema, dass ich mich danach ausgestreckt habe und eigentlich mehr als ihr alle beten kann. Er weiß, wie wichtig und wie bedeutsam das ist. Oder aber, daher Brüder, eifert danach zu Weissagen und hindert das Reden in Sprachen nicht. Hindert das Reden in Sprachen nicht. Leider haben sich zahllose Gemeinden, Pastoren und geistliche Leiter an diesem Punkt wirklich über die biblische Anordnung hinweggesetzt, indem sie genau das getan haben, indem sie das Reden, das Beten, das Singen in Sprachen untersagt haben, verboten haben, verbannt haben, verteufelt haben. Ich möchte dich einladen, streck dich danach aus, weiterzugehen in das, was der Herr für dich hat. Die Bibel sagt, alle sollen in Sprachen beten können. Streck dich danach aus, nimm das. Es erbaut dich, es dient dir, es bringt dich weiter. Wenn du das tust, wirst du merken, wie dein geistliches Leben eine ganz andere Tiefe bekommt. Wie auf einmal Dinge freigesetzt sind, die der Heilige Geist nur in dir freisetzen kann. Dinge, die du so mit deinem menschlichen, gefallenen Verstand niemals artikulieren könntest.
Dinge, von denen du vielleicht gar nicht weißt, wofür der Heilige Geist betet. Ich glaube, wenn du das tust und da aktiv hineingehst, dann wirst du merken, Gott viel mehr.